So, dann spielen wir jetzt die Flüchtlinge. Das Szenario anpassen, was soll man da machen? Ach. Wir belassen uns bei den Grundeinstellungen. Und starten. Wir waren das, wie das restliche einfache Volk, zum Tode verdammt, als London zerstört wurde. Aber wir setzten uns zur Wehr, wir kaperten die Schiffe, die die Wohlhabenden in Sicherheit bringen sollten, und segelten nach Norden. Hier fanden wir einen Generator und beanspruchten ihn für uns. Jetzt müssen wir all unsere Leute in dieser neuen Stadt versammeln, bevor die Lords kommen und uns unsere Freiheit wieder nehmen wollen. Wir werden uns niemals unterwerfen. Okay, das sind ein paar Rebellen. Rette unsere Leute. Nachdem die Schiffe, die wir den Lords gestohlen hatten, im gefrorenen Meer festsaßen, zogen wir in kleinen Gruppen Richtung des Generators. Die meisten unserer Leute sind noch unterwegs. Ihre Vorräte reichen keine 2 Wochen. Und das Wetter wird mit jedem Tag schlechter. Wir müssen tun, was wir können, damit sie alle wohlbehalten hier ankommen. Oh, okay. Gleich mal Pause. Was haben wir denn schon? Kohlehaufen. Ah ja, okay. Zerstörter Dampfkerntransport. Ah. Stahltrümmer. Dampfkerne können wir sammeln. Okay. So, wir brauchen erstmal Holz auf jeden Fall. Und wir brauchen auf jeden Fall Dampfkerne. Vielleicht erstmal ein paar. Und warte, die Dampfkerne sammeln die Ingenieure. Und das Holz hier sammeln die Arbeiter. So. Und dann bauen wir nichts, weil wir können nichts bauen. Und erforschen können wir auch nichts, weil wir haben keine Werkstatt. Genau. Oder? Brauchen wir eine Werkstatt? Ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Holz und Dampfkerne brauchen wir noch gar nicht. Ich lasse die mal weg. Ich sammle erstmal Stahl irgendwo. Stahltrümmer, ja. Was ist los? Arbeiter benötigt. Es gibt so viel zu tun und nicht genug Hände. Eine schnelle Lösung für das Problem wäre, unsere Kinder zur Arbeit zu schicken. Haben wir Kinder? Kinderarbeit. Warte mal, das schauen wir erstmal. Oh, 15 Kinder haben wir. Puh, Kinder. Zweck. Okay. Kinderarbeit ist natürlich Kinderarbeit, ungefährliche Arbeiten. Kinderarbeiter können bei Unfällen verletzt werden. Kinderheime. Aber wir werden bald und ich muss ein Kinderheim bauen.
Ich versuch's mal ohne Kinderarbeit. Ich werde ein anderes Gesetz mal erstmal gucken. Und was können wir denn noch? Suppe, Zusatzstoffe, Notfallschicht, Kampfarena. Die werde ich dann auf jeden Fall bauen. So, jetzt können wir hier Rohstoffe, Sammelstelle. Wir setzen hier gleich mal eine Sammelstelle hin. Dach über den Köpfen, ja, die Leute brauchen natürlich. Ich mache mal vorsichtige Versprechungen. Ich will für einige Unterkünfte sorgen. So. Und wir bauen Zelte, genau. Wo bauen wir denn die hin? Die Richtung oder eher die Richtung? Na, ich glaube, hier mache ich die Siedlung hin. Eins, zwei. So auf der Hälfte. Jetzt 10, 20, 30. Erstmal mal 40. So, die Kampfarena können wir auch gleich irgendwie hier am besten mittig hinsetzen. Eigentlich wäre hier gut. Oder hier. Setze ich mal hier hin. Oder doch hier? Ich setze mal hier hin. Dann braucht die natürlich eine Straße. So. Nahrung. Wir brauchen das Speisehaus dann recht bald. Und die Jäger und. Alles. Ausrüstung für Jäger, ja. Wir brauchen die Werkstatt. Heizung ist ausgefallen. Ja, wir machen ihn mal an. Und zwar nachts machen wir ihn an. So, hier setzen wir jetzt die Leute ein. Moment. Die sammeln hier, das ist Quatsch. Da setzen wir jetzt die Leute ein. So. Die können wir dann noch die anderen hinschicken. Hier wird jetzt alles Mögliche gesammelt. Wie sieht es aus mit der Kohle? Kohle ist nicht so gut. Werkstatt fehlt uns noch Holz. Wenn wir die 15 Holz haben, baue ich gleich die Werkstatt.
So, wir haben jetzt Tag. Wir müssen ihn mal wieder abschalten. Wir haben noch drei Obdachlose und drei Kranke. Und zu wenig Holz. Vielleicht brauchen wir doch die Kinder zum Arbeiten. So, jetzt haben wir genug Holz für die Forschung. Die Forschung ist sehr wichtig. Wie viel bringt die Sammelstelle? 24 pro Tag. Oh, das ist nicht besonders viel, aber die teilt sich ja auch auf. Wir noch ein Haus bauen, dann haben wir. Ja, warten wir erstmal ab. Oh, was ist jetzt? Die ersten Flüchtlinge kommen. Na toll. Aber jetzt haben wir mehr Arbeitskräfte, sehr gut. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Kinder. Nein. Das heißt, wir können Kohle sammeln lassen. Genau, Kohle ist eigentlich wichtig. Und eine Sanitätsstation wäre auch sehr wichtig. Ist jetzt. Die erste Gruppe ist endlich hier. Wir vernehmen erleichtert, dass der Pfad immer noch passierbar ist. Sie haben hinter sich eine weitere Gruppe gesehen, die bald hier sein müsste. Okay. Schlagen wir mal ein bisschen. So. Es wird bald schon eine Stufe kälter. Wir brauchen die Jagdhütte. Und das Speisehaus. 20 Holz. Nee, doch auch 20 Holz. Okay. So, das sind so die Grundgebäude, die wir auf jeden Fall brauchen. Hier schicken wir die Ingenieure jetzt hin, die vorher Stahl gesammelt haben, zumindest 5 davon. Und können uns gleich mal hier Forschung. Signalstation ist sehr wichtig. Schnelleres Sammeln ist auch sehr wichtig. Können wir aber beides noch nicht erforschen. Wir brauchen für alles 10 Holz. So, machen wir wieder an.
Ja, natürlich brauchen wir eine Signalstation. Eine Gruppe von Einwohnern möchte Sie sprechen. Sie bitten eindringlich, eine Signalstation zu bauen. Es war so schwierig, den Weg hierher zu finden. Unsere Freunde leiden noch immer auf dem Pfad. Verirrt, allein verängstigt. Wir müssen ihnen helfen. Ja, natürlich. So. Jetzt ziehen wir hier die Ingenieure mal ab. Die sollen hier arbeiten. Jäger sind wichtig. Ich ziehe hier die Arbeiter mal ab bei dem Holz. Obwohl, die Jäger brauchen wir gerade noch gar nicht. Wir schicken hier erstmal die. So, ja, doch, so passt es erstmal. Dass ein bisschen Nahrung reinkommt. Gesetzbuch könnten wir das machen. Vielleicht doch Kinderarbeit. Nee. Das ist das Gebetshaus. Wir brauchen an einen Ort, an dem wir unseren Glauben friedlich praktizieren können. Zwei. Gebetshaus. Türme brauchen wir beides noch nicht. Wir lassen den Pfad mal noch. Signalstation müssen wir erforschen, aber wir haben noch nicht genug Holz, immer noch. 10 Holz. Den machen wir nochmal. Nee, können wir jetzt nicht mehr ausmachen. Jetzt wird es gleich kälter. Jetzt wird's kälter, na gut. Ein Krankenhammer, aber wir haben auch die Sanitätsstation. Oh, die ist schon voll belegt. Das ist nicht gut. Der Start ist schwieriger als beim letzten Mal. Wir brauchen aber immer noch die 10 Holz. Sonst kommen wir nicht voran. Kann ich das irgendwie deaktivieren, dass sie. Nee. Vielleicht hier erstmal noch Holzsammler reinstecken. So. Signalstation braucht 35 Stahl. Das heißt, wir müssen auch Stahl sammeln. Wir bauen die jetzt hier. Genau. Ins
Tag 3, in 4 Tagen wird es kälter nochmal. Bis dahin müssen wir nochmal irgendwas erforschen, damit wir dagegen was tun können. Und wir brauchen Häuser und. Schwieriges Level. Essen haben wir inzwischen. Bisschen beschleunigen. Soll ich die Kinder jetzt arbeiten lassen? Oder lieber erstmal die Gesundheit? Ich gehe mal auf Lebenserhaltung. Oder doch radikale Behandlung. Fünf Kranke haben wir. Zwei Tage dauert das, bis die wieder fit sind. Und einer ist unbehandelt. Wir haben auch nicht so viele Ingenieure. Das heißt, eigentlich müssten wir die schnell da rauskriegen. Ich mach das. Dann kann man die später heilen in den Krankenhäusern. Das war wahrscheinlich falsch. In der Map war das vermutlich ein schlimmer Fehler. So, gleich können wir diese Signalstation bauen. Nee, können wir nicht. Können wir nicht, wir brauchen mehr. Mehr Stahl. Holz. Das heißt, ich könnte ein Zelt noch bauen. Eine weitere Gruppe ist gekommen. Das ist sehr gut. Wir brauchen nämlich die Arbeiter. Die nächste Gruppe, unsere Brüder und Schwestern, sind angekommen. Sind erleichtert, endlich bei uns in unserer neuen Stadt zu sein. Hier können wir endlich frei sein. In London mussten wir wie die Sklaven schuften, nur um ein Stück Brot zu bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob das hier anders ist. Haben wir Ingenieure bekommen? Ja.
eine Sammelstelle bauen. Aber die kostet uns halt Stahl. Forschung. Heizkörper sind auf jeden Fall gut. Ausrüstung für Jäger brauchen wir noch nicht. Schnelleres Sammeln ist auch, das ist auch wichtig. Wie viel Stahl sammeln die denn bitte? 34 pro Tag, ja, das müsste doch. Ja, müsste doch hinhauen. Den restlichen Stahl nächsten Tag zusammenzukriegen. Jetzt war genug Stahl für die Signalstation. Jetzt fehlt uns Holz? Wieso fehlt uns jetzt Holz? Ich habe doch gar kein Holz verbraucht. Okay, ich spare den Stahl sowieso jetzt. Sammelt Holz. Neues Gesetz können wir einführen. Zusatzration des Pflegeheim ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber das brauche ich später erst. Ich brauche jetzt zuerst die Signalstation. Aber ich brauche die. Genau, ich brauche die nicht irgendwo, wo es warm ist. Ich kann die irgendwo an den Rand setzen. Hier setze ich die. Ja, obwohl. Ja, ich setze die einfach hier hin, so. Wir sind nicht länger verschollen oder blind. Von nun an können unsere Leute die eisige Ödnis untersuchen. Uns gibt es Frostland. Unsere Einwohner, Kinder und Ingenieure kommen da und ein verlassenes Lager. Wir schicken 5 Arbeiter in die Signalstation. Oh, die brauchen Holz und zwar 40. Schwer zu erkennen. Dann sollen die 5 einfach noch Holz sammeln. Und zwar hier. Und wir haben recht viele Kranke. Bau einfach mal noch eine. Ne, Sammelstelle würde ich gerne bauen, kann ich aber nicht. Wir brauchen Stahl. So, genau. Wenn wir 40 Holz haben, setze ich die ein. Ah, neue Forschung, genau. Stahlwerk wäre gut. Aber die 2 Holz würde ich jetzt gerne noch. Na, no, kriege ich jetzt nicht. Innerhalb von 2 Tagen kalte Unterkünfte beheizen. Hm.
Mal schauen, ob wir das schaffen. Müssten wir sowieso. Kann ich irgendwo eine Straße abreißen, die wir nicht brauchen unbedingt? Vielleicht die hier. Damit ich das Holz bekomme. Ich habe kein Holz bekommen. Ups. Die neuen Flüchtlinge sind da. Mehrere Familien haben unsere Stadt erreicht. Leider sind einige ihrer Kinder in der Nähe der Wegbiegung verloren gegangen. Sie sind verzweifelt und bitten sie, ihren Kindern zu helfen. Ich verstehe. Okay. Jetzt wird es langsam knifflig. Wo sind die Kinder? Ah, Pfadbiegung entdeckt, okay. Hier sind die Kinder. Wir haben 25. So, wir brauchen dringend 2 Holz noch. Ein Holz, zwei Holz, so. Okay. Und für das Holz wollte ich was machen? Ach ja, hier. Hier sind die Ingenieure drin. Wie viel Zeit habe ich für die Kinder? Elf Tage, okay. Dann kann ich erstmal hier ins verlassene Lager schauen. Vielleicht finde ich da ein paar Rohstoffe, die das alles ein bisschen leichter machen. Und erforschen kann ich gerade nichts. Wie sieht's aus mit der Wirtschaft? Wahrscheinlich überall sehr schlecht. Kohle gewinnt pro Tag 109. Wir haben Verlust. Wir haben schon einen in Palliativ. Wir brauchen dringend das Pflegeheim. Kostet halt ziemlich viel Holz.
Noch eine Sammelstelle wäre gut. Was ist hier Kohle? Und Stahl. Bauen wir einfach mal hier hin. Oh, wir haben nicht genug Holz für den Weg. So. Hier haben wir welche, die sind krank. Und wir haben viele Ingenieure übrig. Plötzlich. Ach, weil der Stahl da hinten ausgegangen ist. Ich schicke mal die 5 hier zum Stahlsammeln hier hin. Die werden halt alle krank, immer. Ist nicht gut, warte. Hier die Holzsammler sollen hier sammeln. Die 5 Arbeiter brauche ich in der Jagdhütte dann. Wir kommen nämlich bald Probleme mit dem Essen. Probleme mit der Unterkunft haben wir sowieso schon. Forschen müssen wir jetzt dringend. Dampfzentrum. Du hast 3 Tage Zeit. Okay. Wir versuchen es mal. Die müssten jetzt ein bisschen Nahrung heranschaffen können. Uns wird die Kohle irgendwann ausgehen. Irgendwann recht bald sogar. Wir könnten jetzt noch mal Häuser bauen vielleicht. Wir sind beim verlassenen Lager, sehr gut, Stahl und Holz. Wir haben in den Trümmern des Lagers die Überreste eines Tagebuchs gefunden. Der letzte Eintrag umfasst die folgenden Worte: Wir haben heute den Generator für die feinen Herren, für die Lords, fertiggestellt. Jetzt können wir uns wenigstens nach London begeben, um unsere Familien nachzuholen. Wir sammeln die Sachen ein und bringen die gleich mal zurück. So, die Unzufriedenheit sinkt, weil die Leute Unterkünfte bekommen.
Hut. Zwei haben wir schon in Palliativ. Pflege. Ne, einen nur. Okay. Im Holz und Stahl bekommen, das ist sehr gut. Dann versuchen wir jetzt die Kinder zu holen. Und ein Haus können wir noch bauen. Dann sind alle in Unterkünften untergebracht. Vorerst. Und ein Pflegeheim wäre gut. Können wir das inzwischen bauen? Ja, ne? Also bauen können. Ja. Ist der Platz. Das brauche ich auch hier. Baue ich auch hier hin oder hier hin? Hier hin. Und wir brauchen natürlich eine Straße dafür. So. Okay. Damit ist jetzt wieder einer raus. Der ist jetzt im Pflegeheim. Definitiv noch eine Jagdhütte. In 9 Stunden bekommen wir mehr Leute. Stunden habe ich dafür noch Zeit. Okay, Technologie. Ich kann den noch nicht bauen. Ich hoffe, die schaffen das in 8 Stunden. Wie lange brauchen die noch? 5 Stunden, okay. Könnte klappen. Ich muss nur drauf achten. Ein Kohlehaufen ist erschöpft. Dann sammle ich jetzt hier. Hier wird Holz gesammelt. Okay, dann sammle ich jetzt hier Kohle. Genau, die Jagdhütte. Warte mal, das Speisehaus, da müssen wir keine 5 arbeiten.
Da reichen im Moment zwei. Dann schicke ich hier nochmal welche rein. Und das müssen auch keine. So, es müssen keine Arbeiter sein. Okay. Forschung. Was ist jetzt schon wieder? Jemand hat eine Nachricht in der Pflegestation hinterlassen. Dort steht: Vielen Dank. Durch die ganze Arbeit fällt es vielen Familien schwer, sich um ihre Amputierten zu kümmern. Einrichtungen wie diese sind ein Sieg für uns alle. Ja. Endlich habe ich ja gerade eine Nachricht bekommen. So, ich denke, ich mache mal eine Frühstückspause. Und nächstes Mal versuchen wir dann zu retten, was zu retten ist. Der Kohlegenerator ist sehr wichtig. Alles sehr wichtig. Aber ich fast glaube, das Sägewerk ist gerade etwas wichtiger sogar noch. Wie sieht denn das aus? Kohleabbau ist erst hier. Kohlegenerator, Sägewerk, Stahlwerk. Heizkörper. Gesundheit, Ausrüstung für Jäger. So, ich erforsche mal die Ausrüstung für Jäger wegen den Hungernden. Und wir bauen das Dampfzentrum auf jeden Fall. Dann. Ein Zelt ist immer nicht drin. Wenn ich es hier hinbauen, nee. Wenn ich es hier hinbauen könnte, wäre das Zelt drin. Moment. Ich müsste eigentlich, müsste das ja gehen. Müsste, nein. Okay. Sparen wir uns die Straße. Hier ist es auch nicht drin. Ich setze ihn mal hier oben hin. Und das hier wird dann kalt bleiben. Vorerst. Gut, aber ich speichere jetzt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Was haben wir hier? Flüchtlinge. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.